Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu FC Bayern Alzenau TV. Der FC Bayern Alzenau gastiert heute beim VfR Aalen, muss neben Rico Kaiser und Ren Hoca auch kurzfristig auf Francesco Calabrese verzichten. Für ihn rückt Mahdi Menatki in die Startelf. Der FC Bayern Alzenau nach anfänglicher Abtastphase mit der ersten Möglichkeit. Kiko Tani aus dem Rückraum mit schönem Dribbling, kann vom Strafraum weg schießen, aber letztlich ohne Präzision und Durchschlagskraft. Danach Aalen mit dem ersten Versuch ein Tor zu erzielen, scheitert aber im Strafraum der Alzenauer, die sofort einen Konter fahren über die linke Seite. Zu Kalata durch, der sieht die Lücke, zieht ab und scheitert am Schlussmann der Hausherren von der Ostalb. Nun der Tabellenzwölfte mit einem Eckball, treten von der linken Seite, Kopfball zurück, Nachschuss, aber auch der bringt nichts Zählbares. 28. Spielminute, Freistoß aus guter Position für die Aalner und knapp vorbei, die bislang beste Chance im Spiel. Dann aber Alzenau mit einer Umschaltbewegung. Fehler von Aalen und da fällt Mahdi Menatki. Es gibt Elfmeter. Elfmeter für den FC Bayern Alzenau. Und es tritt an Wilke, der dieser bislang alle Elfmeter sicher verwandelte. Hier aber nur die Latte trifft. Es bleibt beim torlosen 0:0. Dann Aalen. Kommt über die Mitte, abgewehrt. Kalata, was macht er? Versucht's mit dem Lupfer aus fast 30 Meter auf das Netz. Dann die Unterfranken mit Eckball. Aber auch hier ohne Durchschlagskraft. Doch man bleibt dran. Weiter in Alzenau. Kalata mit tollem ersten Kontakt. Legt den Ball quer. Hier im Zusammenspiel mit Menatki. Der wieder auf Kalata mit toller Körperdrehung, versucht es mit dem linken Fuß, doch zum Eckball geklärt für die Hausherren. Kurz darauf war Halbzeit, der gelb verwarnte Schick, der nächste Woche ausfällt, ging raus. Dafür kam Gianluca Alessandro. Zweite Halbzeit, Aalen mit der ersten Chance, Endres allerdings zur Stelle. Dann wieder Aalen. Schon im Strafraum wieder zurückgespielt und das Tor verweist, aber Aalen ohne Fortune, ohne das Quäntchen Glück im Abschluss. Dann Alzenau mit einem Eckball von links, Kopfball knapp vorbei. Dann schreiben wir die 65. Spielminute. Aalen baut über die rechte Seite auf. Steckball über die Zentrale, Doppelpass, die komplette linke Defensivseite von Alzenau verweist. Schön angenommen und per Dropkick aus der Drehung, ästhetisch, besonders wertvoll, die Führung, das 1:0 für die Hausherren. Dann eine Szene, über die es zu diskutieren gilt. Alzenau hier mit riskantem Spielaufbau und da wird Gianluca Alessandro gefällt. Volle Kanne von der Seite abgeräumt. Klar auch Ball gespielt, doch was dann passiert, hat mit Fußball an für sich wenig zu tun. Rudelbildung zwischen Alzenau und Aalen, aus der letztlich eine rote Karte für Kalata resultiert. Was die Bilder hier weniger gut einfangen, der am Boden liegende Gianluca Alessandro wird im Tumult von einem Gegenspieler der Aalener bespuckt. In der anschließenden Pressekonferenz nahm Trainer Balletta Stellung dazu. Wenig Fußball gespielt wurde dann auch noch. Bayern Alzenau mit der letzten Chance. Luftkampf, aber
letztlich wegen Foulspiels abgepfiffen. Und so blieb es beim 1:0 für den VfR Aalen. Bayern-Alzenau nächste Woche gegen Baling SC daheim am Samstag um 14 Uhr muss dabei auf den gelb gesperrten Robert Schick und den rot gesperrten Kalata verzichten. Trainer Angelo Balletta in der Pressekonferenz zur besagten Szene. Das habe ich jetzt live erlebt, so eine Respektlosigkeit einem ins Gesicht zu spucken. Also das geht absolut unter der Menschenwürde. So was Respektloses und Widerwärtiges habe ich. Ich persönlich, ja, habe ich noch nie erlebt. Und man zieht sich im Leben immer zweimal, gerade im Fußball viermal. Und schon unter davon, ja, ja, das ist meine Meinung, könnt ihr tun, was ihr wollt, gerade egal. Aber man sollte immer mit Würde gewinnen oder verlieren. Aber sowas, wie gesagt, man hat vielleicht einen Schlag verpasst, aber ins Gesicht zu rotzen, aus einem Meter, also ich bin heilfroh, dass nicht nur eine Runde bekommen hat. Dankeschön.